In dem Video geht es vor allen Dingen um das Gehäuse, sowohl für das Leitrad, also den Stator, und das Laufrad, also den Rotor bzw. die Turbine. Das könnt ihr jetzt hier gerade mal sehen. Das Leitrad ist jetzt hier auch schon eingeschrumpft und an sich bin ich sehr zufrieden, wie sich das Ganze ergeben hat. Das sind echt gute Oberflächen haben sich ergeben. Man muss jetzt im Endeffekt mal schauen, dass die Turbine bzw. der Rotor ist ja noch nicht da, wie gut der hier reinpasst. Eventuell muss man das Spaltmaß noch mal ein bisschen anpassen, dann muss man hier noch mal ein bisschen nachbearbeiten. Genau, aber an sich bin ich sehr zufrieden. Gefertigt wurde das aus einem 90 mm Edelstahl-Rundmaterial. Das war definitiv eines der größten Teile, die ich je an unserer kleinen Drehbank bearbeitet habe. Genauso musste ich auch noch nie so viel Span produzieren, beziehungsweise eben so viel Material entfernen. Und alleine gleich durchsägen, das, der Ronde hat schon über eine Stunde gedauert. Insgesamt hat das eben mehrere Tage in Anspruch genommen, aber jetzt könnt ihr euch gerne einfach mal angucken, wie das Teil entstanden ist. Thank you.
Während ihr hier jetzt nochmal seht, wie man das Triebwerk bis zum jetzigen aktuellen Stand zusammenbaut, also das Gehäuse mit dem eingeschrumpften Leitrad hier hinten zusammenschraubt, dann die Welle einschiebt und letztendlich dann nur noch den Verdichter aufsetzen und anschrauben muss, auf das Turbinenrad warte ich ja noch. Die nächsten Schritte sind dann, dass das Gehäuse fertiggestellt werden muss. Dazu benötigen wir noch ein Rohr, was eben auf dieses hintere Gehäusestück und die Diffusorgrundplatte passt. Und ganz wichtig ist auch noch ein Gehäuseteil vorne für den Radialverdichter, um den eben abzudecken. Und da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das vielleicht mit einem 3D-Druckteil versuche oder ob man das auch wieder aus Aluminium fertigt oder eben dreht. Ich befürchte allerdings, dafür braucht man wieder eine CNC-Drehmaschine. Deswegen wäre es natürlich schön, wenn man einfach das mit einem 3D-Druckteil hinbekommen könnte. Da muss ich dann aber auch nochmal schauen, ob die Materialien fest genug sind und auch entsprechende Temperaturen aushalten.